Was bisher aber Prey geschah. Verlieren, nur weil ich mit dir darüber rede. Was? Was? Genau. Du wirst jetzt mit mir zusammen essen gehen. Was? Du sagst ganz oft was, wenn du ja sagen solltest. Ja? Siehst du, alles geregelt. Mach dir keine Sorgen wegen der Transcribes, das ist nicht gegen die Vorschriften. Lädst du mich zu diesem Spiel ein oder nicht? Morgen? Hier ist Chief Shu. Ich bin nicht tot. Noch nicht. Ich weiß, sie haben meine Stimme gefälscht, um reinzukommen. Jetzt sitzen sie fest. Tolle Familie. Ich werde ihnen helfen. Aber sie müssen was für mich tun. Jemand, der sich als Koch ausgibt, hat Abby getötet. Abigail Foy. Sanitär ist noch da. Er kann nicht abgehauen sein. Wollen Sie was Gutes tun? Eine Sache. Finden Sie ihn. Töten Sie ihn. Shaw ist am Leben und außerhalb der Station, aber nicht mehr lange. Nachdem sie mir aus der Datenzentrale geholfen hat, bat sie mich, den falschen Koch aufzuhalten. Hat ihre Freundin Abigail getötet. Und das ist hier die Quest, die Bitte des Kochs. Das ist die ein und dieselbe Person. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich denke mal, das werden auch die letzten optionalen Missionen sein, die ich hier mache. Oh. Scan abgeschlossen. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Telepathen kontrollieren Leute und die sind wie Annäherungsminen. Wer sie auch sind, laufen sie weg. Sie sind das einzige Essen hier. Wenn Sie noch Ihr Gehirn haben, gut. Die anderen da, die nicht. Erschießen Sie sie, bevor sie näher kommen. Das sind Puppen, Bomben. Das weiß ich ja schon. Töten Sie die Bestie, die Puppen oder beide. Dass Sie getötet werden. Wenn keine Puppen mehr da sind, reden wir vielleicht. Ich höre die Kantine. Verstanden. Spielt ein Spielchen mit uns. Bioshock gab es einen Chirurg, der die Leute verunstaltet hatte. Irgendwie erinnert mich das hier gerade daran. So, nur noch der Telepath. Ey. Kannst du die Gesundheit gleich schon wieder weg? Mann. Aha, konntest dich nicht hinter deinen Puppen verstecken. Dich töten? Sie retten? Sie! Kommen Sie ans Küchenfenster. Ich will Sie sehen. Oh ja, darauf freue ich mich. Billet. Anzug. Was steht da auf dem Schild? Jo? Jo? Morgen, Jo. Sie töten die Bestie selbst. Wenn Sie reinkommen wollen,
sicher sein wollen, dann gehen Sie etwas für mich holen, ja? Hier, der Schlüssel für mein Zimmer. Gehen Sie, holen Sie meinen Preis. Er ist mir wichtig. Dann reden wir vielleicht. Ja, und dann töte ich dich, um die andere Mission zu erfüllen. Keine Ahnung, wie viel ich jetzt im Kampf drinnen lassen werde. Es war wieder so nervig mit dem Telepath. Keine Sorge wegen Strom. Flackern. Die Station hat nur Schmerzen. Gehen Sie weiter. Hätte ich die Mission mit dem Koch schon früher gemacht, hätte es die Quest mit der Show gar nicht gegeben, weil wir das schon erledigt hätten, dass wir ihn töten. Was zur Hölle haben Sie mit dem Ding angestellt, Mitchell? Klingt wie eine Werbung für Auntie Waffles. Tja, eigentlich war... Es ist nicht Will Mitchell. Nee. Essensanfrage für Alex. Tut mir leid, dass ich mich in ihrer Freizeit an sie wende, aber Alex hat in der 4-Uhr-Schicht gearbeitet. Er meinte, sie wüssten, was er mag. Sie haben Essens. Okay, so wüssten wir jetzt auch schon, wie man zur Vorstandsetage kommt. Kein Problem, machen Sie sich keine Sorgen. Hallo Morgen, Sie kommen jetzt wohl zu anderen Zeiten in die Kabine. Oder essen Sie mittlerweile in Ihrem Quartier? Die Nachricht habe ich gar nicht mehr gelesen, Herr Holmer. Ich wollte Ihnen noch mal für die Ausdrucksverbesserung danken. Sie dürfen Skillet jetzt wesentlich besser hören. Ich glaube, Daniel gefiel es nicht, also gibt das hoffentlich keine Probleme zwischen Ihnen. Sind Sie noch da, Emu? Sind Sie noch am Leben? Hä? Ja, ich bin gleich wieder da. Was, wenn Emu zurückkommt? Gefunden? Sind Sie wieder da? Kommen Sie zum Fenster, zeigen Sie es mir. Falscher Koch. Wir wissen von Sho, dass er Abigail getötet hat. Sie haben was gefunden? Ich muss Sie reinlassen, wie versprochen. Außenrum, der Nebeneingang. Warten Sie! Moment! Keine Spielchen. Sie sind jetzt sicher. Die Bestien können nicht hinein. Aber sehen Sie... Sülze. Was haben Sie mit Sülze? Wir haben Essen, aber kein Wasser. Dieser Druckregulator, er ist kaputt. System abgeschaltet bis Reparatur. Sie können ein Ersatzteil im Gewächshaus finden, glaube ich. Mit Wasser können wir auf Rettung warten. Aber ohne Wasser. Wenn Sie das tun... Lass ich sie in den Kühlraum. Da verstecke ich die Puppen, die die Bestie geschickt hat. Vielleicht haben die nützliche Sachen für sie. Ich habe den Regulator jetzt repariert. Haben Sie denn alles das Ding probiert? Wurde wohl der extra aufgemacht. Hier drin ist es sicher. Ja, jetzt hat er erkannt, dass ich einen habe. Ich könnte... Ne, hacken kann ich es nicht.
So. Präpariert? Hm, nicht schlecht. Hier, ich öffne den Kühlraum, wie versprochen. Und dann sperrt er mich da drinnen ein. Warte mal. Ich will beides abschließen. Keine Eier hinter ihren Augen. Da schwimmt nichts Schwarzes. Andere kommen. Sie versuchen sich wie Menschen zu verhalten, damit ich... So. Konnte nämlich sonst nicht hier rein. Gesund gezaubert mit Blumenkohl. Lecker, Blumenkohl. Ich hab noch einen Gefrierschrank. Da ist Abigail. Abby, ich bin noch in der Datenzentrale. Ich weiß nicht, warum du nicht rangehst. Ich hoffe, du bist in Sicherheit. Wenn es schlimm wird, trenne ich einen Datenspeicher ab und laufe am Rumpf entlang. Komm zum Fitnessbereich und klopf ans Fenster beim Pool. Diese Erschütterung müsste ich spüren. Und Abby, bitte geh kein Risiko ein, ja? Ich... Pass auf dich auf. Sie hat es nicht mal geschafft. Alter, 42. Hier, Neurobot. Gut. Wie viele Neurobots haben wir? 7. Bei Gehirnerschütterung geht's nicht. Ja, aber wir haben jetzt das wirklich in einen Rutsch gemacht. So habe ich es mir vorgestellt. Oder Gesundheit auf 200. Safety first.